Als derjenige, der sich ein bisschen was beiseite gespart hat, stellt sich in diesen unsicheren Zeiten natürlich die große Frage, Gold, Silber oder vielleicht doch die neuartigen Kryptowährungen, was die Unterschiede zwischen den Anlageklassen sind und was aber auch die Gemeinsamkeiten und die Vorteile sind. Darüber möchte ich heute in diesem Video mit Ihnen sprechen und ich habe für Sie auch am Ende unser Fazit rausgearbeitet. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetall. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Janet Yellen, und zwar die US-Finanzministerin, hat es so schön verlauten lassen, und zwar, der Bitcoin sei äußerst ineffizient. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ist der US-Dollar, der ja massive Massen an Bäumen, die niedergewalzt werden, um diese Papierstücke zu drucken, benötigt, viel effizienter? Ist das Geld, das man x-beliebig drucken kann und x-beliebig auch vermehren kann, wirklich effizienter? Oder sind vielleicht Werte in einem Zeitalter, wo massive Inflation drohen und auch vor allem Unternehmensinsolvenzwellen auf uns zurollen, nicht wirklich die bessere Alternative? Eins haben Bitcoin, Gold und Silber gemeinsam. Sie sind in der Natur etwas limitiert. Aber durch die Natur limitiert sind nur Gold und Silber. Man sagt zwar, der Bitcoin ist durch seinen Code limitiert, aber es ist natürlich nichts, was durch die Natur geschaffen wurde, sondern es ist etwas, was durch den Menschen geschaffen wurde. Und hier unterscheiden sich die Kryptowährungen auch schon wieder von Gold und Silber. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auch mal an, was die Kryptowährungen für einen Ruf mit sich bringen. Und das ist genau das, was Gold und Silber in den letzten Jahren erlebt haben. Wer in Deutschland beobachtet hat, dass die Bargeldgrenze von 15.000 auf 10.000 auf 2.000 Euro gesenkt wurde, gab es immer zwei Argumente. Gold und Silber werden für kriminelle Machenschaften und vor allem zur Geldwäsche gekauft. Und dass das völliger Schwachsinn ist, belegen auch alle Geldwäschestudien. Die Prozentzahlen, in denen die Geldwäsche tatsächlich durch Gold und Silber benutzt wird, liegt bei Weitem unter 0,1%. Und das haben auch die Bundesfinanzministerium in den Erhebungen herausgefunden. Nichtsdestotrotz hat man natürlich mit diesen Argumenten den Menschen ein Stück weit plausibel machen wollen, dass Gold und Silber nichts sind, was man bar kauft, was am Staat vorbeigehen soll. Und genau diese Argumente werden wieder genutzt für den bösen Bitcoin, für die bösen Kryptowährungen, für die Menschen, die raus aus dem Fiat-Geldsystem in Systeme rein möchten, die nicht staatlich kontrollierbar sind, dass diese Systeme oftmals viele Risiken mit sich bringen und dass nicht alles ähnlich gut strukturiert ist wie vielleicht ein Bitcoin oder dass es da auch viele neuere Währungen gibt, die entsprechend viele Risiken mit sich bringen. Das ist auf jeden Fall außer Frage. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich überlegen, wie schafft man es, sein Geld in einen sicheren Hafen zu fahren, der vielleicht sogar noch Wertsteigerungen mit sich bringt. Auf jeden Fall aber zumindest den Gegenhebel zu den Fiat-Währungen, zu der gedruckten Geldmenge darstellt. Elon Musk hat es auch verkündet, und zwar seine Elektroautos bzw. seine Teslas sollen in Zukunft mit Bitcoin bezahlbar sein. Mit Gold und Silber wird man wahrscheinlich diese Autos so nicht bezahlen können, aber man kann es jederzeit umschichten, um dann damit auch entsprechend in Fiat oder vielleicht auch in Bitcoin zu bezahlen. Und Robert Kiyosaki hat denjenigen empfohlen, die diesen Bitcoin-Hype verpasst haben, jetzt noch in Silber zu investieren, denn er sieht hierin eine Chance einer Vervielfachung. Und auch die Bank of America hat es bereits im Jahr 2020 angekündigt, dass sie im Jahr 2021 mit Silberpreisen von 50 US-Dollar, was noch keine Vervielfachung, sondern eigentlich nur etwas mehr als einer Verdoppelung entspricht. Nichtsdestotrotz, und das ist das Besondere, sehen wir aufgrund der großen Inflationsgefahr, die auch aus den USA und maßgeblich aus den USA von der Weltleitwährung droht, eine riesige Chance für Silber. Silber wird massiv in der Industrie verbraucht. Wir haben einige Videos darüber gemacht und warum der Silberpreis durch Tesla explodieren könnte. Das haben wir in diesem Video beantwortet. Da haben wir darüber gesprochen, wo Silber massiv verbraucht wird. Ab Minute 2 und 58 Sekunden geht's los. Ich kann dir nur empfehlen, hier auch mal reinzusehen, liebe Zuschauer. Ansonsten ist es aber auch so, dass immer weiter geforscht wird, wie man die Effizienz bzw. den Silberbedarf in der Industrie reduzieren kann. Und die Photovoltaik bzw. die Solarindustrie sind natürlich federführend neben der Elektromobilität, die auch den Verbrauch von Silber maßgeblich fördern. Und das Fraunhofer-Institut hat es jetzt geschafft, das Verfahren zu entwickeln, mit dem man etwa 30% des Bedarfs von Silber bei der Herstellung von Silizium-Solarzellen sparen kann. Ob die Silizium-Solarzellen wirklich nachhaltig einsetzbar sind, ist noch nicht bewiesen, aber eins kann man sagen, es wird immer wieder auch technologische Fortschritte in der Reduktion bzw. im Einsatz dieser Technologien geben. Deswegen lässt sich nie ganz genau sagen, wann werden die Silberbestände weltweit aufgebraucht sein oder wann werden Rohstoffe entsprechend Mangelware. Und was bedeutet das also für Gold, für Silber oder für die Kryptowährungen? Alle haben eins gemeinsam, sie leben aus dem Misstrauen in die Geldsysteme und in die Regierungen. Und dass dieses Misstrauen immer weiter steigt, ist natürlich auch Fakt, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank ebenfalls, genauso wie die US-Finanzministerin, wie eingangs des Videos erklärt, den Kryptowährungen misstraut, auch Gold und Silber misstraut. Man kann es nur bei Gold und Silber nicht so propagieren wie bei den Kryptowährungen, denn man kann ja auch aus den Bilanzen der
Zentralbanken rauslesen, dass die Zentralbanken massive Bestände an physischem Gold lagern, um ihre Bilanz zu stabilisieren. Und was bedeutet das jetzt für die Kryptowährungen oder für Gold und für Silber? Gold und Silber, die seit 5000 Jahren die Charaktereigenschaften echten Geldes. Auch schon in der Bibel spricht man über Silber und Gold, schon im alten Ägypten wurde immer wieder als monetäres Mittel verwendet. Und genau diese Eigenschaften suchen die Menschen jetzt. Sie möchten eine Absicherung und die Kryptowährungen bieten natürlich genauso einen Zufluchtshafen und in den letzten Monaten und vor allem auch in den letzten 12 Jahren natürlich mit gigantischem Wertsteigerungspotenzial. Nichtsdestotrotz mahnen auch immer wieder Stimmen. Beispielsweise Joe Pena hat gesagt, wenn sie wüssten, wer den Bitcoin erfunden hat, würden sie abschrecken. Joe Pena sagt allerdings vieles und ich bin hier auch wirklich offen gegenüber den Kryptowährungen bzw. den Alternativen zum Fiat-Geldsystem, denn diese Alternativen werden benötigt, damit wir den Regierungen dahingehend ein Stück weit die Macht entziehen, mit den Menschen zu machen, was sie möchten. Wenn die Entwicklung immer mehr in digitale Geldsysteme geht und da reingeht, dass die Menschen sich absolut kontrollieren lassen durch einen Chip, durch eine Nummer oder durch, ja, letzten Endes die Möglichkeit, die man den Menschen nehmen möchte, indem man das Bargeld abschafft, dann sind wir alle nur noch kontrollierbare Schafe, die die Regierungen dahin zwingen werden, was sie als richtig empfinden und nicht, was sie als Zuschauer oder ich als richtig empfinden. Gold wird zwar in der Medizin, in der Optik, in der Nanotechnik, in der Wärmetechnik, in verschiedenen Leiterindustrien verwendet, nichtsdestotrotz hat Gold einfach eher den Charakter als Geld, als es in der Industrie tatsächlich wirklich benötigt wird. Gold ist eigentlich ein sehr nutzloses Metall, wenn aber auch ein sehr stark limitiertes Metall mit einer weltweiten geförderten Menge, wenn man sich in Form eines Würfels vorstellt, von etwa 21 Metern Kantenlänge. Auch der Bitcoin ist auf 21 Millionen Stücke limitiert, die spätestens im Jahr 2140 alle gefördert sind. Und dann ist sozusagen die Möglichkeit, weitere Bitcoins zu schaffen, entsprechend davongezogen. Und der Staat, und genau das ist das Problem des Staates, sieht natürlich die Chance davonziehen, dass er hier bei dieser Art von Anlageklassen den Menschen etwas abnehmen kann. Man hat es in der Geschichte immer wieder bewiesen, wenn der Staat in Schräglage geraten ist, hat man den Immobilienbesitzern beispielsweise Teile des Immobilienvermögens genommen. Wie möchten Sie aber einem Goldbesitzer, der sein Gold versteckt oder vergraben hat, dieses Gold wieder abnehmen? Man kann ihm zwar mit Strafen drohen, genauso wie den Kryptobesitzern. Bei den Kryptowährungen hat man noch mehr Möglichkeiten und zwar kann man natürlich die Ein- und die Auszahlungen regulieren. Aber das System an sich lässt sich nicht regulieren. Wenn nur ein einziges Land auf der Welt die Möglichkeit bietet, dass sie ihr Geld wieder auszahlen in Form von Fiat oder in Form von Rohstoffen oder anderer Art von Kaufkraft. Und genau das ist das große Problem und deswegen sehe ich auch das, was immer mehr junge Menschen dahin treibt. Die jungen Menschen misstrauen unseren Regierungen und trauen eher Systemen, die nicht von den Regierungen geschaffen sind. Was können Sie daraus für sich als Fazit ziehen und was ist auch für Sie die Möglichkeit, die Sie hierin sehen sollten? Sie sollten sich Gedanken machen, dass Sie Ihr Geld zu teilen, dass Sie nicht aktiv im täglichen Bedarf benötigen, aber bei dem Sie die Kaufkraft unbedingt erhalten müssen, um Ihre Altersvorsorge zu sichern, um aber auch für sich ein Stück weit finanziell sicher aufgestellt sein und vor allem nachts ruhig schlafen zu können, in alternative Geldsysteme zu bringen. Ich fordere Sie hier nicht auf, in Gold oder in Silber oder in Bitcoin zu investieren, aber die Alternativen sind umso wichtiger, wenn Sie Erspartes haben, was Sie nicht von der Inflation oder auch den Negativzinsen der Banken auffressen lassen möchten. Egal, wer das Duell gewinnt in der Preisrallye nach oben, ob Gold, Silber oder vielleicht auch für diejenigen, die etwas mehr spekulieren bei den Kryptowährungen, wichtig ist, dass Sie Alternativen zum Fiat-Geldsystem, zum Staatsgeldsystem, zum kontrollierbaren Geldsystem haben, liebe Zuschauer. Sollten Sie sich also für den Kauf von Gold interessieren, schauen Sie gerne in das nächste Video, wie man Gold richtig kauft, auf was man achten muss. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und schreiben Sie gerne hier unten in die Kommentarfelder Ihre Meinung, was für Sie die Alternative oder die beste Alternative zu dem Staatsgeldsystem ist. Ich freue mich darüber lesen zu dürfen. Bis bald, machen Sie es gut.